ist Deutschland. Das alles sind wir. Das gibt es nirgendwo anders. Nur hier, nur hier. Deutsch. Deutsch. Ich bin Christopher Clark, Australier, Professor für Geschichte. Die Deutschen und ihr Land will ich erforschen, ihre große Saga durch die Jahrtausende erzählen. Was ist denn überhaupt typisch deutsch? Sind die Deutschen wirklich ein Volk biertrinkender, humorloser Nordeuropäer? Oder verbirgt sich nicht viel mehr dahinter? Ich will es eher selber erfahren. Und deshalb gehe ich noch einmal auf Wanderschaft. Auf meiner Reise durch dieses Land scheint es mir immer wieder, als sei im Lauf ihrer langen und bewegten Geschichte erstaunlich viel erhalten geblieben von den ganz besonderen Gewohnheiten und Vorlieben der Deutschen. Schaukelstuhl, Pantoffeln, Bauernfrühstück, Zimtduft, Kuckucksuhr, Kaffeekränzchen, Grillen, Fachwerkhaus, Blümchentapete, Blasmusik. Unter welchem Begriff könnte man diese schönen deutschen Worte zusammenfassen? Also für mich sind das alles Zutaten für das, was man deutsche Gemütlichkeit nennt. Mal wieder so ein Wort, das man eigentlich nicht übersetzen kann. Man sagt, dass britische Skiurlauber im 19. Jahrhundert dieses Wort aus Mittenwald nach England mitgebracht haben. Und da konnte man dann in einer britischen Zeitung lesen, "The view was so beautiful and it was so very gemütlich." Das ist also ein englisches Wort geworden. Aber natürlich hat die Gemütlichkeit in der deutschen Seele einen besonderen Platz. Wenn es nämlich gemütlich wird, fehlt all der Zwang, all die Pflicht von den Deutschen ab. Schon Goethe hat das in seinem Faust auf den Punkt gebracht. Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. 1, 2, 1. Zur Gemütlichkeit gehört in Deutschland immer auch eine gewisse Ordnung. Schon damit sich die Dinge nicht so sehr verändern. Und die Braut ist nett, ich wäre schon komplett, wenn ich das eine hätte. Für über 1 Million Deutsche und noch mehr Gartenzwerge ist der Kleingarten der Ort ihrer Träume. 15.000 Vereine organisieren dieses Glück. Der Kleingarten, so könnte man meinen, ist der Deutschen liebstes Kind. Eine Form der Freiheit, sorgsam umzäunt. Düstere Wohnungen und nerviger Stadtverkehr, ade. Mehr Licht, mehr Luft. Die Liebe der Deutschen zur Natur feiert hier fröhliche Urstände. Aber auch hier hat alles seine Ordnung, eben seine Gartenordnung. Geregelt alles im Bundeskleingartengesetz. Ja, das gibt es tatsächlich. Rasen statt Wiese, ordentliche Wege, Zäune, Hecken, weil man die Natur nicht einfach der Natur überlassen kann. Das wäre ja Unordnung, die da ihr Unwesen treibt. Unkraut, schrecklich. Ein Wort übrigens, das es in anderen Sprachen so nicht gibt. Was es hier bestimmt doch gibt, sind Gartenzwerge. Ach, hier gibt es eine ganze Familie. Guten Tag. Guten Tag. Dürfte ich mal reinkommen? Aber bitte, wir haben nichts zu verbergen. Dankeschön. Grüß Sie, Clark. Schönen guten Tag, Tom. Grüß Sie, Clark. Thompson. Können Sie mir sagen, was bedeutet Ihnen dieser Garten? Der Garten bedeutet uns eigentlich alles. Das stimmt. Ja. Wussten Sie, dass ausgerechnet der Gartenzwerg, den wir alle für typisch deutsch halten, ein Produkt der Globalisierung sein soll? Der Gartenzwerg, halten Sie sich das fest, ist eigentlich Türke. Vor ungefähr 800 Jahren entstand sein Prototyp in Anatolien.
afrikanische Sklaven, vor allem Pygmäen, arbeiteten damals in türkischen Erz- und Kohlengruben. Und weil diese Kumpel so klein und doch so stark waren, meinte man, sie wären Magier und hätten übernatürliche Kräfte. Ihnen zu Ehren und zur Abwehr der bösen Geister hat man dann kleine Steinfiguren gebastelt, die den Pygmäen ähnlich waren. Clevere Kaufleute brachten die Figuren nach Italien und von da verbreitete sich der kleine Steinmensch nach Österreich, in die Schweiz und nach Deutschland, um dort Gärten zu zieren. Ein Steinmensch mit Migrationshintergrund. Man könnte also glatt einen Doppelpass für Gartenzwerge fordern. Im Schwarzwald war es vor fast 300 Jahren, als ein schlauer Uhrmacher das erfand, was noch heute neben dem Gartenzwerg in der ganzen Welt als typisch deutsch gilt. Die Kuckucksuhr, damals ganz aus Holz gemacht. Vielleicht ist das die Geburtsstunde der deutschen Pünktlichkeit. Waldromantik und präzise Zeitmessung wurden zusammengeführt. Heute werden jedes Jahr hunderttausende Kuckucksuhren exportiert und Japaner, Australier und Amerikaner dürfen sich immer zur vollen Stunde ein bisschen deutsch fühlen. Besonders deutsch fühlte man sich im alten Preußen, vor allem was die Tugenden angeht. Ursprünglich galten die preußischen Tugenden nur für Soldaten. Und danach ordnete sich die Gesellschaft auch durchaus militärisch. Wer auf die preußische Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm selber gehört, hieß es damals. Und um das zu erreichen, brauchte man Pünktlichkeit, Fleiß, Sauberkeit, Bescheidenheit, Duldsamkeit, Pflichtbewusstsein bis zum Exzess und Ordnungssinn. Das alles trug zum Aufstieg Preußens bei, war aber auch der Nährboden für so manches Unheil in der deutschen Geschichte. Aber dennoch, die preußischen Könige waren reformierte Christen. Ihre Anleitung zum richtigen Verhalten kam von den vier Kardinaltugenden: Klugheit, Mäßigkeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Ordnung ist das halbe Leben, heißt es immer noch in Deutschland. Mit dem Biedermeier im 19. Jahrhundert kam eine Epoche, die nach Ruhe, Beschaulichkeit und Ordnung strebte. Diese Haltung ist heute keineswegs verschwunden. Das halbe Leben, das ist eine ganze Menge. Das klingt nach Disziplin. Die Ordnung haben die Deutschen allerdings nicht erfunden. Der Ordnungssinn kam eher aus dem Römischen Reich nach Deutschland, als hier noch die Germanenstämme chaotisch durcheinander rannten. Das Recht, die Verwaltung, der Straßenbau, alles römisches Erbe. Aber die Deutschen machten etwas Eigenes daraus, etwas typisch Deutsches. Und so gibt es auch solche Dinge wie die Hausordnung, die Bahnhofsordnung und die Badeordnung. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hatte seine Freude an solchen Dingen, die er ironisch aufspießte. Immer wieder frequentierte er deutsche Thermalbäder mit ihren strengen Regeln. Aber er liebte das, was man heute in Deutschland Wellness nennt. Ein Wort, das es so gebraucht nur hier und erst seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt. Aus der preußischen Reinlichkeit wurde erst verordnete Entspannung und von den 50ern bis in die 90er Jahre die Kur auf Rezept. Das war typisch deutsch. In meiner Badewanne kann mir nichts geschehen. Und wenn die großen Wellen mich umspülen, dann können sie mich einmal restlos glücklich sehen. Als Kapitän, ach ist das schön. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ach ist das schön als Kapitän. Und in früheren Zeiten wurde das alles noch auf die Spitze getrieben. Gott hat die Ordnung lieb, hieß es. Ja, der Deutsche freut sich anscheinend besonders, wenn irgendein höheres Wesen das absegnet, was er denkt und gut findet. Gott oder Kaiser, Pastor oder Kanzlerin. Und hier kommt das alles irgendwie zusammen. Am Berliner Dom, der wegen seiner Kuppel auch Pickelhaube Gottes genannt wird. Dass die Spitze auf der Pickelhaube, die im Kaiserreich und erst recht im Ausland zum Symbol für das Deutsche wurde, ein Phallus-Symbol sei, hat mal jemand behauptet. Naja, auf jeden Fall war die Pickelhaube ein Symbol der Macht und der Ordnung.
Übrigens, in der Gebärdensprache der Gehörlosen symbolisiert der ausgestreckte, nach oben zeigende und über die Stirn gehaltene Zeigefinger die Pickelhaube und bedeutet Deutsch. Mark Twain machte auf seine Weise Bekanntschaft mit der preußischen Mentalität. In Berlin traf er Kaiser Wilhelm II. Twain erschien mit nicht ganz hoffähiger Kleidung bei seinem Fan. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ganz meinerseits, Majestät. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen. Aber die militärisch geprägte Welt des Kaisers war Twain dem Pazifisten fremd. Eine große Nation muss wehrhaft sein und sich wie eine Mutter um ihre Soldaten kümmern. Vor allem der Dackel des Kaisers freute sich über den Besuch aus dem unzivilisierten Amerika. Der Krieg hat mich nie besonders interessiert. Zivilist. Seine Majestät richtete das Wort an diesem Abend nicht mehr an Twain. Und der dachte sicher schon an etwas ganz anderes. Er verstand es nämlich meisterhaft, bei solchen Gelegenheiten seinen hohen Bedarf an Zigarren zu decken. Da war er dann mit dem Preußischen wieder ausgesöhnt. Hier prallten jedenfalls zwei Welten aufeinander. Manchmal kam sich der Amerikaner wohl vor wie auf einem anderen Planeten. Als der geistige Vater von Tom Sawyer und Huckleberry Finn auf einem Floß den Neckar bereiste, staunte er immer wieder über die deutsche Ordnung und Sauberkeit, die selbst in den ärmsten Gegenden vorherrschte. Nicht nur sauber, sondern rein, wie es später in einer Waschmittelreklame hieß. Der Begriff rein ist den Deutschen wohl besonders wichtig. Über die Idee vom reinen deutschen Blut hätte Mark Twain sich bestimmt lustig gemacht, angesichts dieser seit eh und je ziemlich wilden Mischung der Stämme, aus denen sich dieses Volk zusammensetzt. Aber die Sauberkeit verbindet alle. Auch die Kehrwoche, die es heute noch gibt, ist eine deutsche Erfindung. Vermutlich wohnt in jedem Ordnungsfanatiker ein Geist, der das Chaos fürchtet, zugleich angezogen und abgestoßen von allem, was er womöglich nicht beherrschen kann. Twain selbst hat es übrigens nicht so mit Ordnung. Er sagte mal, Gewohnheit bedeutet, einen bestimmten Platz für jede Sache zu haben und sie niemals dort aufzubewahren. Für die meisten Deutschen ein Horror. Sie heften alles gerne ab. Deshalb wurde hier von einem gewissen Herrn Leitz der sogenannte Ordner erfunden. Und es werden auch gerne Dinge in Schubladen eingeordnet, im übertragenen Sinne auch Menschen. Aber Vorurteile gibt es natürlich überall. So sind auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung die Vorurteile der Westdeutschen gegenüber den Ostdeutschen noch immer da und umgekehrt. Manchmal hat man das Gefühl, die einen wüssten nicht viel über die anderen. Hier treffen wohl zwei Welten aufeinander. Hinten die Bescheidenheit des alten ostdeutschen Trabis und vorne die Extravaganz des westdeutschen Konsums. Es handelt sich hier nämlich um einen Stretch-Trabi, einen Trabi auf Doping. Aber dahinter steckt viel, viel mehr. Heute ist ein wunderschöner Tag. War nicht die DDR genauso typisch deutsch wie die Bundesrepublik? Vielleicht sogar noch deutscher. Trautes Heim, Glück allein, hieß es auch hier. Die Liebe zum Kleingarten und zur Landluft, zu Geselligkeit und Gemütlichkeit und zum Grillerlebnis blühte auch in der DDR. Wenn es manchmal auch nichts zu produzieren gab, der Arbeitsplatz bot Sicherheit für die ganze Familie, zumindest denjenigen, die sich in der Diktatur eingerichtet hatten. Und über Wald und Weite jubelt der Lärchengesang. Die
Liebe zum Strandkorb und zu Sandburgen teilte man auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Und in Sachen Freikörperkultur hatte die DDR sogar die Nase vorn. Und erklingt unser Lied dabei, vor aller Sorgen. Durch organisierte Freizeit- und Urlaubsvergnügen wollten die Deutschen in Ost und West. Auch wenn die einen über das Ferienziel nicht frei entscheiden konnten. Auch die unverbrüchliche Liebe zum Auto war übrigens immer ein gesamtdeutsches Phänomen. Wenn ich darüber nachdenke, was Deutschland heute für mich ausmacht, dann fällt mir vor allem die Wiedervereinigung vor 25 Jahren ein. Das Land ist wieder zusammengewachsen. Dabei hat der Westen natürlich den größeren Einfluss ausgeübt. Aber die Biografien der Menschen, die in der DDR gelebt haben, bereichern die Westdeutschen mit ihren Erfahrungen in einem anderen System. Und das geht weit über die sogenannte Ostalgie, über Rotkäppchensekt, Spreewaldgurken, Hallorenkugeln und Ampelmännchen hinaus. Auf geniale Weise hatten sich nämlich viele eine Nische im System geschaffen und praktische Nachbarschaftshilfe wurde großgeschrieben. Ebenso wie die Bildung, zum Beispiel in deutscher Literatur. Bücher, auch die Klassiker, waren in der DDR ganz billig zu haben. Natürlich gab es auch die Zensur. Das doppelte Gesicht der DDR gehört aber zur Geschichte der Deutschen und darf nicht vergessen werden. Für mich ist dieses Nebeneinander von zwei sich zum Teil fremdgebliebenen Welten nach wie vor ein faszinierendes und unverwechselbar deutsches Thema. Unverwechselbar deutsch ist auch mein nächstes Ziel. Und doch hat man in Bayern immer das Gefühl, einen Staat im Staat zu besuchen. Naja, so fühlen sich die Bayern ja auch und nennen ihr schönes Land Freistaat, obwohl das heute eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat. Aber so fühlen sie sich eben, frei ihre eigenen Bräuche zu pflegen. Zum Beispiel die Trachten und die Blasmusik, die für die Kultur der bayerischen Dörfer ganz wichtig war und ist. Dorfmusikanten begrüßen den frisch gewählten Bürgermeister, ebenso wie den Bischof zur Firmung oder den neugierigen Gast aus Australien. Bei uns in Australien, aber genauso in China und den USA, gilt das Münchner Oktoberfest übrigens als Urquelle deutscher Gemütlichkeit. Und dass da noch ganz andere urdeutsche Quellen sprudeln, versteht sich von selbst. Das Oktoberfest gibt es seit 1810. Damals heiratete Kronprinz Ludwig von Bayern die Prinzessin Therese von Sachsen. Deshalb heißt der Platz, auf dem das Fest stattfindet, auch Theresienwiese. Man lud nicht nur den Hochadel, sondern auch das Volk ein. Inzwischen ist die Wiesen, wie die Münchner sagen, das größte Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr über 6 Millionen Menschen an. ¥6,5 Millionen Liter Bier werden ausgeschenkt. Jetzt weiß ich auch, woher der bayerische Spruch kommt. Dolligst die Nieder. Bei einem Großereignis wie dem Oktoberfest geht der Einzelne in der Masse auf. Es gibt nur noch ein gemeinsames Ziel. Zusammen feiern, bis der allgemeine Glückszustand erreicht ist. Der Dirigent der Kapelle gibt den Einsatz. Hat das alles nicht auch etwas vom liturgischen Ablauf in der Kirche? Also ich sage mir, beten kann man auch allein. Prost. Im Benediktinerkloster Weltenburg an der Donau wurde nicht nur gebetet, sondern seit dem Jahr 1050 auch Bier gebraut. Damit ist das die älteste Klosterbrauerei der Welt. Wo könnte sie anders stehen als in Deutschland? In den Städten des Mittelalters gab es kaum sauberes Wasser. Daher wurde das Volk vom Kleinkind bis zum Greis mit literweise Dünnbier versorgt. Das war das deutsche Alltagsgetränk. Natürlich wurde da auch kräftig gepanscht, bis 1516 das heute noch geltende Reinheitsgebot kam. Das erste deutsche Lebensmittelgesetz.
Und irgendwann wurde das Bier dann zum Getränk der Deutschen. Eine Art nationaler Treibstoff. Und zwar in der doppelten Bedeutung des Wortes. Bitte fragen Sie mich nicht, warum in Deutschland der Gerstensaft und meist reaktionäre Gedanken, die von Männern an Stammtischen besprochen werden, oft zusammengehören. Das war nämlich schon zu Zeiten des Tonvaters Jahn so, der die deutsche Leibeserziehung erfand und dessen Traum es war, damit nationalistische Kampfgruppen heranzubilden. Konzentriert euch! Das war zu einer Zeit, in der Napoleon sich daran machte, ganz Europa unter seine Fuchtel zu bekommen. Der Turnvater war also nicht nur Schleifer und Trainer, sondern auch ein politischer Vorturner nationalen Gedankenguts, das in den studentischen Kreisen auf fruchtbaren Boden fiel. Das Lied mit der Frage, was ist des deutschen Vaterland, des Dichters Ernst Moritz Arndt, gibt auch gleich die Antwort. Deutsches Vaterland ist da, wo Deutsch gesprochen wird, man die deutschen Tugenden pflegt und man alle Franzosen bis aufs Blut hasst. Damals reiste die Französin Germaine de Staël durch Deutschland und notierte, Bier und Tabakrauch bilden in Deutschland um die Leute eine schwere Atmosphäre, aus der sie nur ungern heraustreten. Man gewöhnt sich nur mit Mühe an die Trägheit des deutschen Volkes. Es beeilt sich nie, es findet überall Hindernisse und den Ausruf, das ist unmöglich, hört man in Deutschland 100-mal öfter als in Frankreich. Ja, da ist er, der Michel mit der Schlafmütze auf dem Kopf. Gutmütig und bieder, eben etwas verschlafen. Im Gegensatz dazu der französische Nationalcharakter, die Marianne. Aufmüpfig, selbstbewusst und dazu noch eine Frau. Manchmal staune ich, dass sich seit den Zeiten von Mark Twain und Madame de Staël anscheinend so wenig verändert hat an der deutschen Mentalität. Passt der spießige, verschlafene Michel, dieses Einzelwesen, wirklich noch zu den Deutschen von heute? Naja, sie lassen sich immer noch gern organisieren, eine gewisse Obrigkeit haben sie ganz gern und sei es die Hierarchie in irgendwelchen Vereinen. Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein, heißt es. Sage und schreibe 580.000 davon gibt es hierzulande. Und auch die organisierte Fröhlichkeit wird von Vereinen gesteuert. Der Karneval zum Beispiel. Da darf man dann auch seit alters her militärische Rituale der französischen Besatzer und der Preußen parodieren und den Alltag und seine Hierarchien verlassen. Obwohl das die Deutschen eigentlich gar nicht wollen. Egal, ob sie Alemannen sind, von denen diese Bräuche ursprünglich stammen, oder Rheinländer. Nur wenn's erlaubt ist, gehen sie an die Grenzen, sozusagen auf Knopfdruck, kontrolliert und zeitlich begrenzt. Dann allerdings gibt es kein Halten mehr. Der Karneval legitimiert den Alltag der Deutschen, indem er ihn vorübergehend einfach aufhebt. Er zeigt ihnen die Grenzen ihrer festgefügten Ordnung, indem sie diese Grenzen ausnahmsweise mal übertreten. Das größte Fest aber ist für die Deutschen immer noch Weihnachten. Ihre Vorfahren, die heidnischen Germanen, hätten damit angefangen, wird immer wieder behauptet. Die Germanen verehrten die immergrünen Zweige der Tanne als Symbol ewiger Lebenskraft. Und sie waren wohl auch, was Essen und Trinken angeht, keine Kostverächter. Und Familienmenschen waren sie auch. Vielleicht hat also ein Julfest zur Wintersonnenwende vor 2000 Jahren gar nicht so anders ausgesehen wie ein Weihnachtsabend in einer deutschen Familie des dritten Jahrtausends. Der Tannenbaum hielt schließlich auch Einzug in die christliche Kirche. Weil er eben nicht nur zur Sommerzeit grünt, sondern immer, symbolisiert er die Ewigkeit Gottes. Und dass er mit Kerzen geschmückt ist, soll auf Martin Luther zurückgehen, der sie an den Baum steckte, um den leuchtenden Sternenhimmel nachzubilden.
Auch dieser Brauch stammt aus Deutschland. Wann es den Menschen eingefallen ist, zu Weihnachten ganze Bäume in ihre Häuser zu bugsieren, weiß man nicht so genau. Aber es gibt ja auch den kollektiven Baum auf dem Weihnachtsmarkt, der in Deutschland wie sonst nirgends in Europa zum Kult geworden ist. Was würden Goethe und Schiller da oben auf ihrem Sockel sagen, wenn sie jetzt mit uns reden könnten? Sie würden sich im Zweifelsfall selbst zitieren, denn beide haben hier in Weimar Gedichte über Weihnachten geschrieben. Goethe schrieb: Überall das Süße spendend, in dem Glanze sich bewegend, alt und junges Herz erregend, solch ein Fest ist uns bescheret. When the snow falls wunderbar and the children happy are, when the glad ice on the street and we all a Glühwein. Glühwein, Eisbahnen und Lebkuchen und mit ihnen die Weihnachtsmärkte gehören zu Deutschland wie das Känguru zu Australien. Und inzwischen kommen fast so viele Besucher aus aller Herren Länder wie zum Oktoberfest. Stellen Sie sich vor, Heiligabend anno 1914 an der Westfront. Plötzlich schweigen die Waffen, es herrscht Ruhe, mitten in den erbitterten Kämpfen des Ersten Weltkriegs. Dann hört man eine Stimme aus dem Dunkel. Stille Nacht, heilige Nacht. Nach und nach stimmen immer mehr Soldaten in den Gesang ein. Und dann geschieht das Unfassbare. Engländer singen ebenfalls mit. Silent Night. Aus Gegnern werden in diesen wenigen Stunden Brüder. Aber besonders rührend finde ich diesen kleinen zerlegbaren Weihnachtsbaum, den man damals kaufen konnte und an die Söhne, die Brüder, die Männer an die Front schicken konnte. Man weiß nicht, ob der Soldat, der diesen Baum angezündet hat, umgeben von den Schrecken der Front, den nächsten Tag überlebt hat. Dieses Bäumchen stammt aus dem Jahr 1915, als die Hurrarufe aus dem Sommer ein Jahr zuvor längst vergessen waren und der Krieg von Tag zu Tag grausamer wurde. Hummel, Hummel, Moors, Moors oder einfach nur Moin, Moin. So begrüßt man sich in Hamburg. Hier in Norddeutschland herrscht ein ähnlicher Geist der Unabhängigkeit wie in Bayern. Und tatsächlich waren die Freien und Hansestädte Hamburg, Lübeck, Bremen oder Rostock immer etwas ganz Eigenes. Ihre Bewohner sind auch heute noch stolz darauf. Das alles entstand, als der Fernhandel langsam Fahrt aufnahm. Die einflussreichen und dynamischen norddeutschen Kaufleute witterten Morgenluft und gründeten die Hanse. Das Wort bedeutet Schar oder Gruppe. Die Hanse war ein gigantischer Wirtschaftsklub, der sich um Zwischenhandel und Transport kümmerte. Mitte des 14. Jahrhunderts wuchsen Macht und Einfluss der Hanse immer schneller. Über 1000 Schiffe schickte sie jetzt um die Welt. Aber nicht nur Wirtschaftsgemeinschaften wie die Hanse mischten in Europa mit. Es gab auch einflussreiche Familien, die sich die tollsten Handelswege erschlossen. Die Familie Fugger ist so ein Beispiel. Ihr Netzwerk erstreckte sich über ganz Europa bis weit nach Süden und Osten. Ich bin auf dem Weg nach Augsburg, wo die Fugger einst ihre Konzernzentrale hatten. Ihr Urahn war als einfacher Handwerker im 14. Jahrhundert nach Augsburg gekommen. 100 Jahre später sitzt Jakob Fugger auf dem Chefsessel. Er streicht satte Gewinne ein, die ihn zum reichsten Mann machen, der je gelebt hat. Ein Bill Gates seiner Zeit, nur noch einflussreicher. Mogul des Welthandels und Bankier der Kaiser und der Päpste in Rom. Mit einer Rücksichtslosigkeit und Effizienz, wie wir sie heute nur von Großkonzernen kennen,
beuten die Fugger Silberminen in Tirol aus und prägen Münzen. Aber die Fugger sind auch die Begründer des typisch deutschen Sozialgedankens. Sie kümmern sich um die Armen. Vor allem aber wollen sie die Politik kontrollieren, wie die italienischen Medici. Augsburg ist ein deutsches Florenz. Als 1519 die Wahlkommission der Kurfürsten tagt, sehen die Fugger ihre Stunde gekommen. Durch Bestechung der Kurfürsten werden die Fugger Karl den V. auf den deutschen Thron bringen. Heute nennt man's Korruption. Früher hieß das Handsalbe. Karl wird tatsächlich Kaiser. Und dann wendet sich das Blatt. Er eröffnet seinen Bankern, dass er das Geld, das man ihm geliehen hat, nicht mehr zurückzahlen wird. Der Krieg gegen Frankreich war teuer. Der Herrscher über ein Riesenreich, in dem die Sonne nicht untergeht, zwingt die Fugger dazu, die Schuldscheine in seiner Anwesenheit zu verbrennen. Und in typisch deutscher Staatstreue kommt Anton Fugger, der Neffe Jakobs, diesem Befehl nach. Auch wenn er sich denkt, das schöne Geld und dabei ein Tränchen verdrückt. Vielleicht hätte er die verbrannten Millionen den Armen gegeben. Sein Onkel hatte bereits die Fuggerei gebaut, eine Siedlung für sozial Schwache, die auch heute noch, 500 Jahre später, davon profitieren. Wer in der Fuggerei wohnen will, muss pro Jahr einen Gulden zahlen, heute knapp 1 Euro, katholisch sein und täglich für Jakob beten. Das sind die Vorläufer des sozialen Gedankens, wie er später zum festen Bestandteil deutscher Politik wurde. Die Bürger sollten sich in der Gemeinschaft und bei den Mächtigen sicher und aufgehoben fühlen. Als im Zuge der industriellen Revolution Städte wie Berlin regelrecht explodierten und das Elend der Menschen wuchs, entstanden unter dem Reichskanzler Otto von Bismarck die ersten Sozialgesetze. Es gab jetzt eine Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung. Das war zu jener Zeit einmalig auf der ganzen Welt. Niemand sollte mehr tief abstürzen können, jeder im Schoß des Staates landen. Gründlich und ängstlich, wie die Deutschen nun mal sind, bauten sie ihr Sozialsystem immer weiter aus. Versicherungskonzerne machten ihre Geschäfte mit der Angst. Und die scheint wirklich tief in der deutschen Mentalität verwurzelt zu sein. Ja, die Angst der Deutschen. German Angst. Sie ist auch gefährlich, wenn sie hemmt. Schiller weiß, wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Und das soll den Deutschen bestimmt nicht passieren. Deshalb sorgen sie vor und versichern sich ihre Ängste weg. Böse Zungen behaupten, die Deutschen hätten eine Vollkasko-Mentalität. Sie besitzen Ausbildungs-, Glasbruch- und Unfalltagegeldversicherungen. Außerdem erscheinen eine Fahrrad-, Insassenunfall-, Sterbegeldversicherung und natürlich die Reisegepäckpolice unverzichtbar. Und tatsächlich, viele Hausbesitzer im Einzugsgebiet des Frankfurter Flughafens buchen sogar eine Flugzeugabsturzversicherung. Und dann gibt's noch die Hochzeitsrücktrittsversicherung, falls man sich im letzten Moment doch anders überlegt. Die German Angst dringt selbst in die intimsten Bereiche ein. Und wenn ich nichts habe, was mich ängstigt, so beängstigt mich eben dies, sagt der typisch deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer. Die Menschen verabscheute er, der sich zeitlebens Pudel hielt. Die beiden gehörten zum Frankfurter Straßenbild. Im Restaurant Englischer Hof pflegten sie, oft zur Verwunderung anderer Gäste, gemeinsam ihr Mittagessen einzunehmen. Des Pudels Kern war für den Pessimisten Schopenhauer, dass der Mensch schon von seiner Anlage her nicht zur wahren Glückseligkeit fähig sei. Ein Hund schon eher, ein leckeres Lammkotelett genügt. Dass mir der Hund das Liebste ist, sagst du, o Mensch, sei Sünde. Doch der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. So dachte Schopenhauer, der Menschenverächter und Tierversteher. Übrigens, Schopenhauer las seinem Hund auf Spaziergängen bisweilen auch aus philosophischen Werken vor. Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie sein sollte, und mit genauer Not stehen zu können. Manchmal wurde es dem Tier zu viel und es nahm Reißaus.
Dann benutzte Schopenhauer das schlimmste Schimpfwort aus seinem Vokabular. Mensch! Ansonsten verklärt wohl niemand die Tiere, so wie die Deutschen. Statt Menschen stellten deutsche Künstler gern Elefanten, Hasen und Nashörner dar. Und 1863 gab ein gewisser Alfred Brehm ein weltweit beachtetes Standardwerk über das Leben der Tiere heraus. In den 10 Bänden von Brehms Tierleben sind alle Kreaturen von der Schnecke bis zum Chamäleon liebevoll dargestellt, aber manchmal auch arg vermenschlicht. Ach ja, Deutschland und die Tiere. Ein ganz spezielles Verhältnis. Nicht umsonst wurde hier auch das Wort von der Affenliebe erfunden und das Wort Schoßhund. Der Tierschutz ist als Staatsziel im Grundgesetz aufgenommen. Von Kinderschutz steht da gar nichts. Die Tiere, so scheint es manchmal, erreichen das Herz der Deutschen leichter als die Kinder. Und die Deutschen freuen sich auch, wenn sie hören, dass es inzwischen hierzulande wohl mehr Wildtiere gibt als überall sonst in Westeuropa. Wie kommt das? Das Ende des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren war auch der Anfang einer großen Tierwanderung von Osteuropa nach Westen. Und jetzt sind sie wieder da, die Wölfe, Luchse und Elche. Und manchmal sieht man sogar einen verirrten Braunbären. Ein neues Zeitalter begann damals, also auch für die Natur. Millionen Haustiere füttern die Deutschen durch und eine Sonderstellung haben dabei die 5,5 Millionen Hunde. Sie leben hier als quasi gleichberechtigte Familienmitglieder. Wie viele davon bei Herrchen oder Frauchen im Bett kuscheln dürfen, ist bisher nicht bekannt. Aber wie sieht es mit der Hitliste der treuen Begleiter aus? Ist es noch der deutsche Schäferhund, den die Deutschen am meisten lieb haben, oder der Dackel? Die Zeiten ändern sich, der Geschmack auch. Heute lieben es die Deutschen eher exotisch. Auf der Hitliste der Hunderassen liegt die sogenannte Promenadenmischung ganz vorn. Der Schäferhund ist nicht mal mehr unter den Top 10. Der Chihuahua liegt weit vor dem Rauhaardackel. Gut, dass Dackel keine Hitlisten lesen können. Und jetzt raten Sie mal, wer immer weiter nach vorne rückt in den Top 10 der beliebtesten Hunde. Es ist der Australian Shepherd, der zwar gar nicht aus Australien kommt, aber immerhin so heißt. Da geht einem doch ein bisschen das Herz auf. Sorry für den Patriotismus. Apropos, so vielfältig Deutschland mit seinen Regionen ist, so sehr man für jede einzelne eine Menge Patriotismus entwickeln kann, so unterschiedlich sind auch die Essgewohnheiten. Sauerkraut und Hering, Brezel und Knödel sind nicht alles. Aber was deutsche Gaumen wirklich miteinander zu verbinden scheint, ist die Liebe zur Wurst. Alte Liebe rostet nicht. Im 11. Jahrhundert wurde die deutsche Wurst zum ersten Mal erwähnt. Es gibt in Deutschland nicht weniger als 1500 Wurstsorten. Nun hat Charles de Gaulle von Frankreich gesagt, ein Land mit 300 Käsesorten lässt sich nicht regieren. Wie sieht's dann erst in Deutschland aus? Hier geht's wirklich um die Wurst. Die Fantasie der deutschen Küche scheint sich vor allem bei der Wurst auszutoben. Und da wundert es mich auch nicht, mit welchem Feuereifer immer mehr Deutsche zu Vegetariern oder Veganern werden. Damit geraten auch bestimmte Rituale ins Wanken. Das deutsche Abendbrot wirkt auf mich wie eine wohlsortierte und geordnete kleine Welt. Es ist karg, irgendwie auch ein bisschen pedantisch, aber auch liebevoll. Roggen- oder Vollkornbrot zu 8 mm dicken Scheiben geschnitten, ein Klecks Butter, ein paar Scheiben Wurst in einem Durchmesser, der zur Größe der Brotscheibe passt, der protestantische Rat, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Edelmann, Abendessen wie ein Bettelmann, verliert viel von seiner Trostlosigkeit, wenn man sich dazu noch ein Glas Bier einschenkt. Der typische Deutsche ist dann zufrieden. Der alte Goethe hätte das nicht so gewollt. Der ließ so richtig auftischen und einschenken, wenn es Abend wurde in Weimar. Das hatte er vielleicht in Italien gelernt. Dafür, dass inzwischen so viele Deutsche in den Süden reisen, hat sich doch wenig verändert. Ein wirkliches Nationalgericht hatten die Deutschen nie. Aber heute ist es wieder eine Wurst,
die sich auf dem Weg dorthin befindet, die sogenannte Currywurst. Guten Tag. Hallo. Eine Currywurst hätte ich gern. Mit Darm oder ohne? Mit, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Danke sehr. Die Currywurst ist gerade 65 Jahre alt geworden, aber deshalb gehört sie noch lange nicht zum alten Eisen. 70 Millionen Exemplare gehen jedes Jahr allein in Berlin über die Imbisstheke. Tendenz steigend. Currywurst ist Kult und die Geschichte dieses Snacks wiederum typisch deutsch. Eine Imbissbudenbesetzerin rührte an einem regnerischen Herbsttag, als die Kunden ausblieben, zum ersten Mal die berühmte Soße an. Britische Soldaten, die in West-Berlin damals noch sehr präsent waren, hatten ihr die Zutaten besorgt. Tomatenmark, Currypulver aus den britischen Kolonien und englische Worcestersoße. Inzwischen hat jeder Imbiss sein Geheimrezept und die Currywurst hat längst den Siegeszug um die Welt angetreten. Selbst in Australien bekommt man sie. Wurst ist eine Goethe-Speise, sagte der Schriftsteller Jean Paul im 19. Jahrhundert. Warum? Weil nur Gott weiß, was drin ist. Made in Germany, braune Haut, schwarze Haare. Ich spreche Deutsch, das ist eine klare Sprache. Der türkische Döner wurde übrigens nicht etwa in Istanbul, sondern ebenfalls in Berlin erfunden. Aber davon ganz abgesehen. Manchmal wundere ich mich, dass die Deutschen nicht viel dankbarer sind für die Einflüsse, die aus ganz anderen Kulturen zu ihnen kommen. Ich finde, die Verschiedenheit gehört genauso zu Deutschland wie Musik von Bach und Beethoven, tolle Autos und das Brandenburger Tor. Die Deutschen sind heute wieder auf dem Weg zu einer faszinierenden Vielfalt, so wie es ihrer ganzen langen Geschichte auch entspricht. Es gibt immer mehr Deutsche unterschiedlichster Hautfarbe und aus allen Kulturen rund um den Erdball. Das ist viel mehr als nur Multikulti, denn hinter diesem Begriff verbirgt sich oft Gleichgültigkeit, die sich nur als Toleranz verkleidet. Es geht um viel mehr, nämlich darum, den Ruf »Wir sind ein Volk« für die Zukunft zu erweitern. Dazu gehört, dass die verschiedensten Kulturen in diesem Land friedlich und sich gegenseitig inspirierend zusammenleben. Und eines Tages wird man dann sagen, genau das ist typisch deutsch. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.